Ich fahre jetzt zur Arbeit, denn mir gehört die Gas-and-Go-Tankstelle in Hamburg. Damit habe ich so viel Geld verdient, dass ich mir diesen coolen Porsche leisten kann. Und ich bin jeden Moment da. Hier ist mein Arbeitsplatz und park auf dem Chefparkplatz. So, mal gucken, wann die ersten Kunden kommen. Ich muss jetzt einmal schauen, ob die Zapfsäule hier ordnungsgemäß ist. Ja, das sieht alles noch ganz gut aus. Diese hier sieht auf jeden Fall auch noch ganz gut aus. Ja, manchmal haben wir nämlich so Leute, die randalieren. Ja, wenn wir gerade nicht offen haben. Das sieht auch gut aus. Super. Dann die Anzeigetafel funktioniert auch. Dann stelle ich mich jetzt hier mal hin. Ich gucke mal aufs Zeiteisen. Das sagt 17 Uhr. Das bedeutet, die Nachtschicht hat begonnen. Die Sonne geht unter. Mal schauen, was die Nacht in Hamburg so mit sich bringt. Und da ist der erste Kunde. Hallo, wie kann ich Ihnen helfen? Hallo, ich möchte einmal mein Auto voll tanken. Das ist gar kein Problem, denn ich bin Tankwart hier und Sie sind hier an der Premium-Tankstelle Gas and Go und ich würde Ihr Auto sehr gerne tanken. So, was kommt da denn rein? Einfach normales Diesel, alles gut. Normales Diesel, okay, so, dann nehmen wir das hier einmal und einmal ran. So, ich sehe Sie hier zum ersten Mal. Sind Sie gar kein Stammkunde hier? Nein, ich bin hier neu in Hamburg. Ah, okay. Super, ich habe Ihr Auto jetzt einmal eben getankt und jetzt müssen wir eben einmal zusammen reingehen, dann kassiere ich Sie eben einmal ab. Ja, wie gesagt, das hier ist die Premium-Tankstelle Gas and Go, die gehört mir, die gehört uns schon seit meiner Familie, schon seit Generationen und... In die Ecke! In die Ecke! Hä? Sofort! Hey! Eine Bewegung und ich schieße! Oh, nein. Ja, ich bleib hier stehen, lalala, er dreht sich weg, sehr gut. Sehr gut, er hat es nicht gesehen, sehr gut. Ey, lassen Sie die Karte in Ruhe, das ist eine Antiquität! Nee, das ist mein Geld hier, so. Sie wissen schon, dass ich hier ein kompliziertes Sicherheitssystem habe, ne? Sie werden gefilmt! Ich hab gesagt, Ruhe! Ich wollte Sie ja nur darauf hinweisen. Da oben ist eine Kamera. Oh. So, Kamera ist kaputt. Ich will Ihnen nur sagen, das Notfallsystem hat zugeschlagen. Die Polizei ist bereits alarmiert. Dann wissen Sie was? Dann sind Sie jetzt meine Geisel. Dann kommen Sie mit. Schnell. Nein. Wie kann jemand so etwas tun, der sich Herr Anwalt nennt? Steigen Sie ein. Und Sie haben frisch getankt. Mann, vom besten Premium-Diesel. Dann packe ich einfach hier rein. Aussteigen. Oh, ich steige aus. Oh, wo sind wir jetzt? Wir sind außerhalb Hamburg. Hören Sie das? Ja. Ja, das ist der Alarm. Das macht mir nichts aus. Ich kann sie nicht mal angucken, Mann. Ich kann nicht mal reden. Und das... Polizei! Hilfe! Hilfe! Oh, Mist. Wieder rein. Ja, ist gut. Ist gut. Nein! Nein, mein Fluchtversuch. Nein. Oh, die Polizei hat mich nicht gehört. Oh, Mist. Ich werde Sie abschießen, wenn das nötig ist. Ich fordere, also entweder könnten Sie mir jetzt 8.000 überweisen und ich lasse Sie frei. Oder es hecht Krieg. Nur Bares ist Wahres. Bei der Gas and Go. Ich habe noch mehr Bargeld da im Safe. Ich kann Ihnen das da geben. Steigen Sie jetzt sofort an. Wir fahren jetzt sofort dann. Oh nein. Chat, das ist einfach ein Geiselnehmer. Und der ist so blöd, der bringt mich jetzt wieder zu Gas and Go. Ich werde mir die Besitzer einstellen und dann noch das in der Tankstelle. Das wird gar... Ja, komm. Ich sag Ihnen jetzt, wo der Tresor ist. Also, dann müssen Sie sich einmal hier hinstellen. So. Stellen Sie sich da mal so hin. Genau. Und dann müssen Sie einmal bis 3 zählen. So. Nein! Hilfe, Polizei! Ich war gerade Geiselnehmer. Hinter Ihnen ist der Geiselnehmer. Der in Orange. Nein. Der in den Auto. Nein, der ist Geiselnehmer. Hallo. Ey, stopp. Stehen bleiben, Polizei. Der ist Geiselnehmer. Stopp, Polizei. Ich ergebe mich. So, oh, dann müssen Sie einmal mit ins Gefängnis kommen. Mein Gott, das werden Sie noch bereuen. Warten Sie noch, bis ich raus bin. Ja. Nee. Wenn Sie raus bin, enden Sie genauso. Ich bin verraten mit einer Gang. Guck mal. Sie können Ihnen noch einen Schlag geben. Hier haben Sie noch einen in die Fresse. So. Komm, gib den Butler für so. Sehr gut. Dann gehe ich jetzt wieder meinen Dienst nach. Oh mein Gott. So, perfekt. Jetzt kannst du noch einmal bis ins Gefängnis. Boah, das war ja gerade was mit der Geiselnahme. Oh, die ganzen Schäden hier sind so wild. Das ist so verrückt. Oh mein Gott. Oh, da hinten ist ein Kunde. Hallo. Die Tankstelle hat einen Tankwart. Ich kann ruhig für Sie tanken. Ja, machen Sie. Okay, was benötigt Ihr Fahrzeug denn? Diesel.
Diesel. Okay, dann nehme ich mir einmal den Dieselstutzen und einmal... Oh, die haben aber ganz schön weit weggeparkt. So, einmal hier rein. Kloppen, dahin ist auch schon der nächste Kunde. Nicht vergessen, mittwochs und samstags bin ich live. So, einmal gluck, 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 gluck. Zack. Einmal hier getankt. Das macht 24,95 Euro. Folgen Sie mir bitte einmal in die Kasse, zur Kasse, okay? Gehen Sie schon mal rein, okay? Okay. So, lieber Kunde, ich komme gleich zu Ihnen. Ich habe gerade noch einen anderen Kunden. Ich tanke gleich für Sie, okay? Ich gehe jetzt einmal kassier ab. Guten Tag. Okay. So. Hallo, lieber Kunde. So, Entschuldigung die Verspätung. Ich habe noch mit einem anderen Kunden gesprochen. Möchten Sie noch etwas dazu haben? Noch einen Red Bull oder einen Keks? Nein. Okay. Danke. Gut, dann macht das einmal 24,95 Euro. Ja, wird's schön. Dankeschön. So, das ist bezahlt. Sie können gehen. Dankeschön. So, ich gehe jetzt mal zu dem nächsten Kunden. Da steht schon der nächste. Hallo, Entschuldigung die lange Verspätung. Das gibt gleich einen Rabatt. Ich tanke einmal für Sie das Fahrzeug. Was möchten Sie denn getankt haben? Ich bräuchte Benzin. Benzin, also einmal super. Gut, dann nehme ich mir einmal den Tankstutzen. So, der Tankdeckel ist auf der anderen Seite, aber das geht wohl noch. So, einmal rein, glucken, gluck, 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 gluck. So, kurz warten. Und fertig. Oh, das ist aber ein schönes Auto. Kommen Sie mal mit rein und können wir mal abkassieren. Wie können Sie sich denn das Auto leisten? Sie sehen sehr jung aus. Nee, das Anna, ist mir mal. Halt grade, ich würde mir halt gerade so von der Polizei gestellt. Ah, okay. Sind Sie Polizist? Ja, bitte. Okay, sehr gut, weil der Typ hier, Herr Anwalt, der hat mich vorhin als Geisel genommen. Herr Anwalt, wollen Sie noch etwas sagen? Ein Polizist steht neben mir. Nein, ich wollte mich nur noch mal entschuldigen. Ja, das wollte ich auch wohl meinen. Ja, und ich wollte nur noch ihm mal kurz... Sie werden das doch bereuen. Nee. Also, ich habe mich hier mit der Polizei angefreundet. Herr Anwalt, gut, dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag. Sie haben Hausverbot, okay? Nehme ich den Polizist. Warten Sie noch ab. Ich werde es Ihnen sagen. Merken Sie sich eins. Ich werde heute Abend... Heute Abend werden Sie mich sehen. Herr Anwalt, würden Sie schlafen gehen? Herr Anwalt, tschüss. Würden Sie schlafen gehen? So, lieber Polizist, danke, dass Sie mich beschützt haben. So, danke. Das macht einmal 34 Euro, aber das bezahlt ja der Staat, ne? Kann ich auch einfach bezahlen. Okay. Möchten Sie noch einen Red Bull oder einen Cookie haben? Ja. Okay, was denn von beiden? Ich nehme beides. Okay, dann einmal hier der Cookie. Das ist einmal der Cookie für Sie. Hier, bitteschön. Und dann hier auch nochmal der Red Bull. Bitteschön. So, danke für Ihre Dienste, lieber Polizist. Ja, ich wurde ausgeraubt. Und danke, dass Sie mich gerade beschützt haben. Ich habe Ihnen auch nochmal ein bisschen extra Geld. Oh, danke für das Trinkgeld. Dankeschön, Halo. Gut, dann wünsche ich Ihnen einen schönen Tag. Autos getankt. Bis denn. So, ey, mein Geschäft als Tankwart läuft ja super. Ah, endlich mal wieder bei der besten Premium-Tankstelle einkaufen gehen. Herr, das dauert echt lange, Herr Anwalt, was machen Sie denn jetzt hier? Sie haben Hausverbot. Ich wollte doch nur ein bisschen einkaufen gehen, falls Sie damit kein Problem haben. Ja, wissen Sie was? Ich zück direkt mein Handy raus. Ein Kunde stürmt die... Hey! Ich hab Familie. Die Bombe explodiert gleich. Nein, ey, lassen Sie das. Lassen Sie das. Bitte meine Tochter. Alle rausgehen. Alle raus? Ich will, dass Sie aber auch alleine bleiben. Wir sollen alle raus? Aber auch du bleibst. Nein. Nein. Bitte, ich hab Familie. Alle raus. Oh nein, da sind meine Kunden, Sam. Und da ist ein Polizist. Halo, der hat doch noch für mich. Ich hab du ihn noch getan. Du gehst jetzt zu der Bombe. Nein. Ah! Du gehst jetzt auf die Bombe drauf. Oh mein Gott. Du weißt, ja, die Polizei. Was war das denn? Du hast die Polizei gerufen und wegen dir wurde ich ins Gefängnis gebracht, ne? Ja, das war aber auch gerechtfertigt. Und die Polizei ist informiert. Ich habe einen Notruf gemacht, das Sicherheitssystem geht los. Und hier ist der dritte Polizist, Halo. Ist das nur Rache oder was wollen Sie jetzt tun? Rache. Ich will mein Geld wieder haben. Ich hatte so viel Geld, das mir von der Polizei weggenommen wurde. Und ja. Das ist ihre Schuld. So, gehen da Sie kommt. Raus und explodiert die Bombe. Der Polizist sagt Hände hoch. So. 3, 2, 1 und los. Ah, er hat's nicht gecheckt. Was ist das für ein Geiselnehmer? Ah, nein. Oh mein Gott. Nein! Ist jemand von euch Rettungssanitäter? Ah,
Ah, oh, das war nicht so geplant. Lieber Kunde, haben Sie einen Erste-Hilfe-Kurs gemacht? Oh. Nein! Oh, auch wenn er ein Kriminell ist, das hat er nicht verdient, Medic. Das hat er echt nicht verdient. Da sind die Täter da. Bitte heilen Sie ihn. Lassen Sie mich in Ruhe! Ich habe einen Spritzer abbekommen. Danke, Halo. Danke, dass Sie ihn verhaftet haben. Sehr gut. Herr Anwalt ist wieder gesund. Und Sie landen jetzt im Knast. So Leute, wenn euch das Video gefallen hat, lasst allen ein Like und ein Abo da. Schaut euch das Video auf der rechten Seite an. Bis dann und ciao. Abonniert aber auch.